Ja, halli, hallo, hallöle, willkommen zurück zu einer neuen Folge Passepartout. Ihr habt mich echt überrascht ohne Ende. Vielen Dank für die Views und die Likes und die Abos. Echt vielen Dank. Ich hätte niemals gedacht, dass das Spiel so erfolgreich sein wird vor meinem Kanal. Dankeschön dafür. Ihr habt mir auch geschrieben, was ich so zum Malen habe. Und da war als erstes ein Apfel. Zuerst ein Stillleben halt. Das wird als nächstes gemacht. Danach kommt der Trabi, glaube ich, war das. Ah ne, Quatsch. Danach war Freddy. Und danach war ein Trabi und dann noch mal eine Freddy-Figur. Muss ich mir echt noch überlegen, wie ich den Trabi zu malen habe. Ach ja, und die Limousine, ganz wichtig. Puh, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das malen muss, weil sind halt gerade Linien und so. Das wird bestimmt schwierig, aber ich versuche es. Naja, jetzt wird aber erstmal die Banane gemacht, beziehungsweise das Stillleben davon. Das brauchen wir jetzt nicht, das ist Blödsinn. Wie viel Kohle haben wir eigentlich noch? Das wird mich erstes Mal interessieren. Nicht, dass ich jetzt hier male und wir sind pleite ruckzuck. 217 haben wir noch. Okay, also wir haben noch ein paar Monate Zeit. Gut zu wissen. Okay, dann werden wir jetzt erstmal die Banane malen. Tja, wie malen wir die am besten? Ich würde sagen, typisch Banane halt. Whoop. So. Oh mein Gott, das ist eher eine Nuss. Ne. War das mal auch kleiner auch hier. So, okay. Versuchen wir es nochmal. Oh. Ah, das könnte was geben. Oh nein, das wird nichts. Ah, Mann ey, das ist ganz so einfach, diesen Winkel hinzubekommen hier. Puh. Obwohl eine Banane eigentlich super simpel ist. Wundert mich eigentlich. Naja. Okay. Na, ist mir immer noch zu breit. Nee. Ich will das perfekt haben. Möglichst perfekt, sagen wir so. Okay. Ist zwar nicht ganz bananen-like, aber nein. Reicht. Denke ich immer. Okay, jetzt müssen wir mal überlegen. Wie machen wir das jetzt am besten? Ne, ich mach's anders. Ich mach ein Gesicht daraus. Wir machen erstmal die Augen. Ich sagte, wir machen die Augen erstmal. Dann machen wir das lieber größer. Dann machen wir weiß dann von innen. So ist der Plan. Zack. Einmal. Zweimal. So. Jetzt machen wir mal hier wieder weiß innen drin. Weil ich möchte gerne die Augen weiß haben. Oder grau in dem Fall jetzt hier. Ja, okay, das passt. So. Das machen wir ein bisschen kleiner. Haben wir hier ein Auge hin. Und da eins. Ah, ist nicht so ganz. Nein. Und ich mach dem noch. Ich werde dem noch hier so Augenklappen verpassen. So richtig chillig guckt. Na, so. Dann machen wir das nämlich am besten so. Und da ebenfalls. So. Jetzt müssen wir das schwarz machen. Ich weiß, der Punkt da ist an der blöden Stelle. Ich versuche aber mein Bestes. Und wir haben schon bezahlt, wie ich gerade gesehen. So. Na. Ah, ist okay. Dann noch hier die Pünktchen weg. Da noch. So. Jetzt müssen wir die Augen machen. Machen wir so und so. Und dann machen wir hier innen weiß. Oder grau. Ist ja kein weiß, wirklich. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, wir machen lieber weiß innen drin größer. Oder machen wir hier so Pupillen hin. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir machen das so. Oh Mann. Nicht so einfach. So, und jetzt ganz kleine Augen. Müssen natürlich auch schwarz werden, sonst geht's nicht. So. Schwarz, sagte ich. Verdammt. Okay.
Das ist blöd. Das ist blöd. Nee, wir machen das lieber schwarz. Wir machen die Augen schwarz. Das sieht doof aus. Wir machen lieber schwarz. Dann machen wir lieber weiße Kleckse rein. Ich glaube, das sieht besser aus. Ich habe gerade mal zwei Augen von der Banane. Haben wir halt hier. Ich gebe das mal Zeit hier. So, machen wir es nicht so. Oder machen wir es so. Okay. Okay, jetzt wird der Kopf gemalt, beziehungsweise Gesichtsausdruck. Müssen wir erstmal. Tja, wie machen wir das jetzt? So wird die Banane gehen. Ah, die geht außerhalb des Bildes, das ist blöd. Ah, das ärgert mich gerade. Da geht es halt leider außerhalb des Bildes. Leider. Leider ein wenig falsch geschätzt. So. Machen wir es halt so. Okay. Jetzt muss das Gesicht gemalt werden. Das machen wir dann so. Zack. So. Und dann den hier. So müssen wir es machen, genau. Gut, damit das mich hier gelb ausgefüllt. Meine Stimme, Hilfe. Okay, dann machen wir es. So. Na, ist nicht ganz korrekt. Ja, komm, passt schon. Okay, die Arme, ganz wichtig. Machen wir mal. Na, ein bisschen weiter. So. Das geht doch. Jetzt lehnen wir uns hier so an. Dann mache ich mich da dann den Apfel hin. Ah, das könnte hinhauen. So. Hier ist noch der zweite Arm. Okay, jetzt wird der Apfel gemalt. Oh, ist ärgerlich, dass es hier außerhalb des Bildes geht. Naja. Ich kriege das schon irgendwie hin. Okay, Apfel, Apfel, Apfel. Machen wir am besten, würde ich sagen, so. Und dann überlegen gerade, der Apfel geht ja dann hier lang. Ja, kommt da ungefähr hier hin. Ungefähr. Oh, 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 oh. So. Das müssen wir ein bisschen geschwungener machen. Ja, kommt hin. Das kommt hin ungefähr. Das ist doof, dass man hier nicht wegradieren kann. Das ist echt ein bisschen blöd. Naja, jetzt wird erstmal die Banane ausgefüllt. Dann machen wir hier das, machen wir nämlich gelb. So. Müssen wir nur aufpassen, dass wir jetzt nicht zu abgedreht werden hier. So. Ah, das ist ein schönes Gelb. Das könnte eine gute Banane werden. Okay. Müssen wir ein bisschen korrigieren noch. So. Okay. Dann nehmen wir hier ein helleres Gelb, würde ich sagen. Ja. Das ist schon mal besser. Zwar kein großer Unterschied, aber es reicht. Es reicht. So, jetzt füllen wir das mal hier schön aus. Machen dann gleich auch noch hier so Schattenverläufe rein. Würde ich sagen. Ah, der Apfel. Da bin ich mal gespannt, wie ich das hinkriege mit den Farben. Weil. Ein Apfel ist ja. Oh Gott, Rechnung halten. Oh, wir müssen uns langsam beeilen. Sonst werde ich hier noch pleite gehen. Verdammt. Jetzt bin ich hier drüber gerutscht. Ah, müssen wir gleich korrigieren. So. Okay, hier noch ein bisschen. Da haben wir es nämlich auch. Hier oben schon mal fertig soweit. Außer die. Der schwarze Bereich dort. Den müssen wir nochmal korrigieren. Okay, wir haben noch ein bisschen Geld über. Wir müssen also jetzt uns ein bisschen sputen. Nicht, dass wir hier pleite gehen. Das wäre echt ärgerlich. Okay, machen wir mal ein bisschen größer. Den Pinsel. Ein bisschen größer, sagte ich. Ein bisschen schneller malen. Wir müssen nämlich echt ein Mittelmaß finden. Zwischen Geschwindigkeit und Qualität. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall einen kleineren nehmen.
Das schaffen wir sonst nicht mehr. Okay, so. Hier schön rein mal. So. Okay, okay, okay. Die Zähne machen wir gleich aus. Muss schon überlegen, noch wie. Ich habe noch keine Ahnung. Ich glaube, wir werden das Gräuliche daneben. Damit das passt. So. Oh Mann, ey. Die Banane ist echt cool. Wie der schon guckt, so. Ah, mit den Augen. Ah, shit. Die Augen, die ärgern mich ein bisschen. Ah, kriegen wir noch alles hin. Das korrigieren wir gleich wieder. Oh Mann, Mann, Mann. Ich muss mich beeilen. Wir haben kaum noch Zeit. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich nicht ewig Zeit dafür habe. Dann könnte ich das mich wesentlich schöner machen. Aber wir müssen es ja ein bisschen sputen, leider. So, was haben wir hier wieder? Schwarz. Ich sagte schwarz, verdammt nochmal. So. Haben wir das wieder korrigiert, halbwegs. Dann kriegt er... Was haben wir, dunklere machen? Ne, wir machen auch die gelben. Die gleiche gelbe Ton hier. Dann machen wir es später mit dem dunkleren, machen wir dann die Schattierungen rein. So. Ah, verdammt. Na egal, das ist nicht so schlimm. So, was ersetzen soziale Medien die Eltern? Nicht wirklich, würde ich sagen. Man hat ja oft genug gesehen, dass da Chaos entstanden ist durch die sozialen Medien. Ich sag nur Party, ja? Aber was haltet ihr eigentlich von den sozialen Medien? Also meine Meinung ist, durch die ganzen Medien sind die meisten Leute eigentlich nur noch allein. Weil ich höre so oft, oh, ich bin so alleine und aber hängen nur noch vom Internet die Leute, anstatt mal miteinander zu reden, so wie es mal war früher. So, jetzt müssen wir hier die Zähne noch korrigieren. Da müssen wir uns beeilen, wegen der Kohle. So, haben wir das hier noch. Jetzt korrigieren wir auch nochmal. So. Dann müssen wir jetzt mit schwarzem Strich. Ja, wunderbar. Sehr schön. Da guckt der Schädel, der Typ. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Wir machen hier auf jeden Fall den Kopf dran. Also, dieses Knüppelchen, wo der Ast oder Apfel dran hängt. Machen wir mal verschiedene Farben. So. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Oh Mann, der Apfel, der sieht so schäbig aus. Aber mei, ist halt Natur. Darf man nicht so eng sehen. So. Oh Gott, der ist so groß. Ganz vorsichtig daran. So. Jetzt machen wir einen anderen Farbton. Machen wir lieber so ein leichtes Orange. Das ist blöd. Nee, müssen wir lieber rot bleiben. So. Ja, sind leider ein bisschen zu wenig Farben. Aber ich habe mich mit den Entwicklern unterhalten. Die haben deswegen so wenig Werkzeuge und Farben, weil sonst die KI Probleme hat, das Spiel zu, also die Zeichnung zu bewerten. Aus dem Grund haben sie es halt so gemacht. Schade eigentlich, aber vielleicht kommt ja noch ein Teil 2 raus, wer weiß. Also das Konzept finde ich ziemlich gut von dem Spiel. Ich habe mal überlegt gerade, ich glaube, ich werde mit dem neuen Werkzeug mal was machen, was wir da bekommen haben. Da kann man so kleine Sprauzel mal reinmachen. Vielleicht sieht das ja nicht schlecht aus. Mal gucken. So. Da hätten wir den Apfel auch. Oh, das Schwarze hat man da ein bisschen korrigieren. Das sieht ein bisschen doof aus. Ja, ein bisschen besser. Okay. Haben wir noch gar nicht bekommen. Schade. Weil es gibt da so ein Tool. Da kann man, ja, ich weiß, Rechnung. Wir machen jetzt auch gleich Bezahlungen. Es gibt da so ein Tool, da tut man so sprayartig drauf malen. Da wird das, glaube ich, besser aussehen mit dem Apfel. Oh. Wir versuchen es auf jeden Fall irgendwie. Und dann machen wir jetzt hier unten. Oh, da ist ganz wichtig. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Oh Mann, Mann, Mann. So, da haben wir Mr. Banane. Soweit fertig. Verkaufen wir auch. So, okay, weg damit. Ganz schnell. Jetzt haben wir nämlich ein Problem.
Eieieiei. Mr. Banane. Komm, komm, komm. Kauf das Ding, kauf das Ding. Wir brauchen das Geld, wir brauchen das Geld. Wir brauchen ganz dringend das Geld. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, komm, komm. Bitte, bitte, bitte. Wie viel? Was? $16? Was? Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Müssen wir machen, verdammt. Nee, nee, für $16, das, nee, nee. No way, no way, definitiv nicht. $16, das kannst du vergessen. Also das Bild, nee. Oh Mann, komm, kauf das Bild von dem vernünftigen Preis bitte. Keine $16, ich brauche mindestens 60. Komm, Mädchen. Oh, das ist keine Kunst. Och, nö. Ja, komm, $16. Hauptsache, besser als gar nichts. Komm, her damit. Mann, das Bild, ey. Das Bild war so schön, ey. Und dann so wenig Kohle bekommen dafür. Das ist echt traurig. Ich werde jetzt einfach mal alles grün machen. So. Und dann machen wir hier so ein komisches Vieh rein. So. Mir so zwei Augen. Vielleicht will das ja jemand haben. Machen wir mal größer. Ich brauche einfach ganz schnell Kohle. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber wir brauchen Geld. So, dann machen wir hier. So. Das Gesicht machen wir dann hier so. Komm. Oh Mann, wir müssen es echt retten hier. Zack, zack, zack. Ein bisschen weiß. So. Dann müssen wir das hier wieder korrigieren. Hat ein Vieh, ey, Leute. Das ist echt. So, dann machen wir hier noch so ein paar Linien rein. Mal gucken, ob das abstrakt genug ist für euch. Dann wir das mal schinken. Chicken. Ach man, was schreibe ich für ein Mister? Chicken. Komm, 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 komm. Jemand kaufen bitte. Hopp, 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 hopp. Ich brauche Kohle. Und. Wie sieht's aus? Oh, nice. $49. Da haben wir wenigstens ein bisschen wieder was. Auf jeden Fall. Bab, her damit. Oh Mann, ey, langsam kommt die Kohle wieder rein. Gott sei Dank. 186 Kröten. Alter Walter, bin ich froh drum. Wir müssen mich echt einfach nur mal mit dem Bekloppter die Kohle reinkriegen wieder. Oh Mann, 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 ey. Was ein Stress hier. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte schön locker, easy peasy malen. Ach, was warte, ich mache das ganz anders. Ich mach das alles gelb. So. Dann kommen die Euklines. Zack. Zack. Ist kleiner. Oh. Oh. Jetzt müssen wir wieder die Pupillen malen. Zack. So. Dann malen wir so ein Gesicht. Nein, das ist so. Das ist so. Gewesen. Ich muss mir trotzdem beeilen, weil ich habe nicht wirklich gerade Lust in meiner Kasse. So. Und dann versuchen wir mal so kleine Pünktchen überall zu machen. Mal gucken, ob das jemand haben will. Ah, schon das sieht cool aus. Schon das hat was. So. Cheese nennen wir das. Käse. Wie sieht es aus mit der Kasse? 93 Euro nur noch. Oh, Gott sei Dank. Komm, gefällt dir das? Yes, wir sind wieder im Plus, Leute. Oh, Gott sei Dank. Oh, Mann, 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 Mann. Bin ich echt froh drum. Ist mir wirklich ein Plus? Mal kurz gucken. Ja, wunderbar. Wir haben Bargeld ein bisschen. Okay, dann müssen wir also in der nächsten Folge auf jeden Fall ein wenig Plus machen, damit wir eure anderen Zeichnungen machen können noch. Ich muss nur was einfallen lassen, was ich da machen kann. Ich habe noch keine Ahnung. Gebe ich zu.
Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar auch da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darüber freuen. Also Leute, man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.